herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Edna bricht aus, wie man hier schon sieht. Ja, ich habe mir das Spiel jetzt letztendlich auch gekauft, nachdem ich das schon ewig haben wollte, aber leider ist mein CD-Laufwerk kaputt von meinem PC. Und ja, da muss ich halt erstmal rumgucken, weil ich bin ja noch keine 18, deswegen kann ich nicht mehr PayPal oder so bezahlen. Aber ich habe eine schöne Seite gesehen, da kann man mit PaySafe Card bezahlen. Und ja, ich mache das auch ohne Musik, weil sonst wäre es zu laut, weil hört mal. Also ich habe mich selber gerade gar nicht gehört. Ja, deswegen wird es ohne Musik sein. Und ja, ich wundere mich, warum die keinen Mund hat. Egal, neues Spiel, ich habe noch gar nichts gemacht. Ich habe mir nur mal ein Let's Play geguckt, glaube ich, keine Ahnung. Das war jedenfalls schon lange her. Jedenfalls geht's los, und wenn ihr das hier guckt, mach schon mein Timer an. Ist ja jetzt ein bisschen scheiße ohne Musik, aber naja. Egal, ne? Egal. Auf jeden Fall freue ich mich auf das Projekt und ja. Penne, steh auf, du kleiner Pisser. Pah. Das ist auch ein bisschen sehr laut. Ich weiß, dass es vielleicht ein bisschen sehr laut ist, aber ich kann es halt nicht ändern. Ich will gleich was sagen, wenn ich was machen kann. Ach, was ist los? Nix. Ach, nichts. Du-bidu-bidu-bidu-bidu. Check mal. So, jetzt können wir was machen. Ich habe die Sammler-Edition, das bedeutet, ich habe hier auch Audiokommentare. Aber was ich zuerst mal machen werde, ist mal... Nee, kann man nicht umstellen. Egal. Spielen. Mein guckst du. Warum ist jetzt... Mausen jetzt... Mal sehen, ansehen. So einen hätte ich gerne für meinen Balkon. Ob ich wohl einen Balkon hatte? Ich kann mich an nichts erinnern. Schlecht, wa? Wo ist denn jetzt... Oh, hier. Hab ich nicht gesehen. Ja, trinke ich. Huhu und herzlich willkommen zu den Audiokommentaren von Edna bricht aus. Mein Name ist Jamila Michaelis. Ihr dürft mich auch ruhig Poki nennen. So stehe ich zumindest auch in den Credits. Ja, wir starten das Spiel, und zwar in dieser Gummizelle, in der ihr euch gerade befindet. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, denn ihr werdet euch für die nächsten 30, 40 Minuten hier in dieser Zelle aufhalten. Das ist eine Game Design Entscheidung gewesen, die gleich zu Beginn des Spiels schon ziemlich fragwürdig zumindest war. Ich glaube, mein aktueller Head of Game Design, der Bade, mit dem ich sehr stark zusammenarbeite für aktuellere Titel, würde mich für diesen Geniestreich erwürgen. Denn gleich zu Beginn des Spiels hat man eigentlich keine sichtbaren Erfolge und Fortschritte. Also viel Spaß jetzt beim Spielen. Sucht euch vielleicht schon mal ein Walkthrough aus dem Internet. Die Idee, die dahinter steckte, war natürlich, dass man sich genauso gefangen fühlen sollte wie Edna. Ich glaube, das funktioniert auch einigermaßen. Ist schwierig zu beurteilen, aber ich dachte eigentlich, der Spieler weiß ja, dass man wahrscheinlich aus dieser Zelle irgendwie raus kann und dass das Spiel außerhalb dieser Zelle noch weitergeht und dass es da noch viele Sachen zu erkunden gibt. Und ja, entsprechend viel Spaß beim Rausrätseln. Danke. Ja, also ich würde ja auch die Kommentare hier immer abspielen, aber keine Ahnung, warum man die nicht sieht, aber das ist ja scheißegal. Das ist auch mein erstes Click-and-Point-Spiel, also mich würde es interessieren, wie ihr das findet, denn ich würde dann auch Harvest neue Augen nach diesem Let's Play aufnehmen und hochladen. Ich werde es nicht gleichzeitig machen, weil sonst käme ich einfach zu durcheinander und ihr wahrscheinlich auch Unterhose. Ja, also das ist mein erstes Click-and-Point-Spiel, und ihr könnt, und schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr es so findet.
Jetzt mit Leertaste sieht man ja alles, was man hier machen kann. So, ne, check. Ja, dann sehen wir uns mal den schicken Stuhl hier an. Meine großzügigen Gastgeber haben mir immerhin einen ganzen Stuhl überantwortet. Ist das nicht süß? Okay, was gibt's denn hier noch? Gitter. Können wir uns das Gitter anziehen? Anziehen? Gitter. Ich hasse Gitter. Das arme Gitter. Nehmen. Sesam, öffne dich! Das war wohl der falsche Spruch. Sehr klug. Reden wir mal mit den Gittern. Hallo? Hallo? Hört mich wer? Was willst du? Ich will hier raus. Vergiss es. Wie redet der denn mit uns? Aber so einfach lassen wir uns nicht abspeisen, stimmt's? Hatte ich nicht vor. Reden wir nochmal. Mit dem Gitter. Hey! Hallo! Mach nicht so einen Lärm da drin. Was willst du? Ja, was wollen wir? Hey, jetzt sind wir auch die Audio-Kommentare. Warum ist es so heiß hier drin? Oh, das liegt wohl daran, dass die Klimaanlage aus ist. Was denn für eine Klimaanlage? Hier ist keine Klimaanlage. Denkst du etwa, der Doktor ist so verrückt, dass er dir einfach so einen offenen Lüftungsschacht in die Zelle baut? Die Klimaanlage ist natürlich unter den Polstern versteckt. So. Eine Klimaanlage unter der Polsterung. Das ist natürlich weitaus intelligenter. Finde ich auch. Stellst du mir die Klimaanlage an? Stellst du mir bitte die Klimaanlage an? Mal sehen. Wenn du dich ab jetzt ruhig verhältst, dann vielleicht. Später. Später. Nix später. Wollen wir uns einschleimen oder wollen wir ihn beleidigen? Ich glaube, einschleimen hilft da besser. Mir ist aufgefallen, wie elegant du diese Tür bewachst. Mir ist aufgefallen, wie gekonnt du diese Tür bewachst. Das ist dir wirklich aufgefallen, nicht wahr? Nee. Dann hast du bestimmt auch bemerkt, dass ich meine ganz eigene Technik habe. Die habe ich auf dem letzten Turnier entwickelt. Yep. Du hast auf dem letzten Turnier... Es gibt ein Turnier von Tür... What? Egal. Oha. Dann bist du sicher ein berühmter Sportler. Spielst du in einer Mannschaft oder so? Oh. Nun, ich spiele Golf. Minigolf. Oh, wie toll. Yep. Und den Schläger hat die Mami... Und den Schläger hat Mami dir gekauft. Das wäre auch ganz cool. Minigolf wird ganz duselig. Du könntest mich hier rauslassen und mir was vorkaufen. Können wir über was anderes reden? Entschuldigst du mich bitte? Mein Hase möchte mir was sagen. Der Hase heißt Harvey. Süß, ne? Einsteuern. Das hier. Minigolf. Was trinken? Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich stell dir die Klimaanlage an. Dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Okay, cool. Dann müssen wir die Klimaanlage eigentlich sehen, oder? Sieht man hier nicht irgendwie die Luft raus? Naja, was können wir noch machen? Stuhlbein. Sehen wir uns mal das Stuhlbein an. Hallo Stuhlbein. Potztausend! Abschraubbare Stuhlbeine! Ramschware aus dem Möbeldiscount. Abschraubbar. Dann können wir es doch eigentlich nehmen, ne? Mal sehen, wie abschraubbar dieses Stuhlbein wirklich ist. Haben wir es jetzt? Ja. Okay, können wir vielleicht damit irgendwie das Polster hier aufmachen? Das hatte kaum einen Effekt. Wenn ich doch nur etwas Spitzes hätte. Etwas Spitzes? Wie spitzt man ein Stuhlbein an? Sag mir's, Harvey. Guck mal, Harvey. Ich habe ein Stuhlbein abgeschraubt. Oh, wie toll. Du bist ein Genie, Edna. Finde ich. Wenn es doch nur eine scharfe Kante hätte. Eine scharfe Kante? Vielleicht könnten wir das Stuhlbein nehmen und mit dem Tisch schon was machen. Ups. Ich habe mein Stuhlbein kaputt gemacht. Yeah, Baby. Nehmen wir die Bude auseinander. Würde ich gern.
Ist sie jetzt spitz? Ey, cool. Und jetzt? Geht das? Ist hier? Ah, jetzt kann ich hier irgendwas durchschlitzen. Das ist interessant. Und wo ist jetzt die Klimaanlage? Da kommt ein Luftzug durch diesen Spalt. Cool, also haben wir da anscheinend die Klimaanlage gefunden. Dann vielleicht nochmal durchschritzen. Geht das? Da können wir jetzt draufklicken. Ah, cool. Dann fragen wir mal Poki. Ah, ihr habt es also soweit geschafft. Ja, noch seid ihr nicht ganz draußen, aber immerhin habt ihr schon mal den Ventilator gefunden. Ja, hier ist auch ein guter Screen, um euch aufzumuntern, Harvey mit allem auszuprobieren, beziehungsweise mit allen Gegenständen zu sprechen. Sprecht doch zum Beispiel einfach mal mit den Schrauben. Das ist ja einer der großen, ich weiß gar nicht, warum ich es gemacht habe, aber dass Edna mit allen Gegenständen sprechen kann, alleine die Möglichkeit, die das Interface einem bietet, hat mich halt irgendwie veranlasst zu sagen, ja, dann muss, eigentlich sollten die ganzen Sachen ja auch antworten. Und in den meisten Fällen antwortet natürlich Harvey, der seine Stimme verstellt und halt mit der Stimme des Gegenstandes spricht, in diesem Fall den Schrauben. Und so klingt ein Dialog mit Schrauben. Es tut mir leid, ich kann jetzt schon mal vorweggreifen. Wortspiele wie, ey, Schraube, mach dich locker, sind dem Sachverhalt geschuldet, dass Wortspiele mit Schrauben halt auch begrenzt sind. Und ja, trotzdem viel Spaß. Ey, Schraube, mach dich locker. Okay, er hat gesagt, wir sollen Harvey benutzen. Mit den Schrauben. Es ist zum Heulen, Harvey. Ich bekomme diese Schrauben nicht auf. Ach, solche Schrauben isst du doch zum Frühstück. Als du klein warst, hätten die dich nicht aufgehalten. Wie meinst du denn das? Naja, früher hattest du einige coole Tricks drauf. Das heißt, konnte ich brennende Ketten sägen, jonglieren, konnte ich barfuß Polka tanzen, konnte ich mich teleportieren, konnte ich mit Delfinen sprechen, konnte ich 10 Minuten lang die Luft anhalten. Also das ist jetzt... Das ist alles so... Nehme ich einfach das hier. Konnte ich 10 Minuten lang die Luft anhalten? Das wohl eher nicht. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind. Was weißt du noch? So funktioniert das nicht. Vergiss nicht, ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Nobody's perfect. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Wie die Schrauben? Exakto, Lucci. Und dann? Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Tempomorph. Cool. Also sollen wir das jetzt nochmal machen? Schraube? Harvey? Schraube? Ich bin bereit, Harvey. Soll ich dich jetzt in die Vergangenheit tempomorphen? Ja, why not? Ja! Tempomorphe mich in die Vergangenheit! Wie du willst! Halte dich fest! Woran? An Gitter? Ich hab mich einmal ein bisschen weg. Das ist also die Vergangenheit? Zumindest sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Und sieh mich an! Ich bin jung! Es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ah, verstehe. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest. Wirklich. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Albert, oder... Alfred Marcel. Alfred Marcel? Doch nicht wie Dr. Marcel? Doch, doch. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Ui. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann? Tja,
Ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Einverstanden. Harvey kann Drake und Rob sogenannte Topics auf Edna ziehen und sich darüber zu unterhalten. Will er sie erst benutzen, kann er sie auch auf der Leiste am unteren Bildschirmrand ablegen. Okay. Das würde ich sagen. Wir tun uns dann in der nächsten Aufnahme orientieren. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Tschüss.